Ja, vielen herzlichen Dank für die freundlichen Worte der Begrüßung und den freundlichen Empfang hier bei Ihnen. Ich hoffe, Sie können mich gut hören. Wenn nicht, gibt es vielleicht jemand, der die Technik hinlänglich beherrscht. Geht es? Ja? Okay. Das ist immer das Allerwichtigste, dass man verstanden wird. Das Erste, was Sie mir vielleicht gar nicht glauben werden, ist, ich habe noch nie so einen Abend wie heute Abend bestritten. Ich habe noch nie eine Buchvorstellung gemacht, also nicht eines eigenen Buches. Ich weiß von daher gar nicht so richtig, was man macht, werde aber trotzdem reden, aber getreu der Regel, die Sie ja kennen, ein deutscher Professor darf über alles reden, nur nicht über 45 Minuten, werde ich mich sozusagen an diese Maxime halten. Und da ich gerade bei Geständnissen bin, lege ich gleich noch ein weiteres Geständnis nach. Der Titel, den Herr Gillmann ja gerade erwähnt hat, der ist gar nicht von mir, sondern der stammt vom Verlag. Ich wollte das Buch nämlich eigentlich nennen, ganz schlicht und einfach, Der säkulare Staat. Das war dem Verlag aber zu langweilig. Der wollte was Prägnantes, man könnte vielleicht auch sagen, ein bisschen was Knalligeres. Und eigentlich, glaube ich, hatte er recht, beziehungsweise er hat gut daran getan, hat mich ja dann auch überzeugt. Ich wollte im Übrigen auch erst ein Fragezeichen, hat der Verlag gesagt, Fragezeichen sind nicht verkaufsfördernd. Ja? Fragezeichen, das machen wir nicht. Fragezeichen haben sie schon 1000 weniger, das machen wir nicht. Ich glaube, die hatten recht, denn der Titel hat zwei Vorzüge. Der eine große Vorzug war, dass ich sofort gedacht habe, wenn das der Titel ist, dann musst du ein paar Sätze schreiben, und zwar sehr klar, sehr prägnant und an einem sehr prominenten Ort, die das naheliegende Missverständnis beseitigen, das könnte so eine Art atheistische Streitschrift sein, so eine Art Kampfparole. Das wollte ich nun auf keinen Fall. Und deswegen habe ich mich da relativ schnell hingesetzt und hatte einen Anfang für mein Buch. Jeder weiß ja, das Schwierigste beim Bücherschreiben ist der Anfang und der Schluss. Und da hatte ich einen Anfang und das sind die ersten Sätze, ich zitiere die mal, vielleicht hat der eine oder andere es schon gesehen. Staat ohne Gott heißt nicht Welt ohne Gott, auch nicht Gesellschaft ohne Gott und schon gar nicht Mensch ohne Gott. Was aber heißt es dann? Die titelgebende Wendung zielt zentral auf den Umstand, dass der Staat in der modernen Grundrechtsdemokratie und so weiter auf jede Form der religiösen Legitimation zu verzichten hat, Religionsfreiheit gewährt, selber neutral sein muss. Also hatte ich schon mal einen Anfang für mein Buch. Das war der eine große Vorteil dieses Titels. Aber wenn man eine Weile drüber nachdenkt, ich glaube, der Titel ist auch deshalb gut, weil er den Blick jedenfalls implizit darauf lenkt, dass jahrhundertelang, man könnte mit gutem Recht sagen, oder man kann mit gutem Recht sagen, Jahrtausende lang, Staat und Gott eine sehr enge Verbindung eingegangen sind, dass nämlich die sakrale Legitimation politischer Herrschaft und nicht die Trennung von Politik und Religion vorherrschend war. Da können Sie zurückgehen bis zu den Pharaonen Altägyptens, die als Götter galten und angesehen waren. Da können Sie die Sonnenkönige der Azteken und Inkas als Beispiel nehmen. Da können Sie den römischen Kaiserkult nehmen. Da können Sie den sogenannten Caesaropapismus in Byzanz, also in Ostrom, nehmen. Oder auch das Reichskirchensystem im frühen und hohen Mittelalter in Europa oder im damaligen Frankenreich. Immer haben sie eine Verquickung und eine Stützung, teilweise eine wechselseitige Stützung, aber eben ein Ineinander von Staat und Kirche, von Politik und Religion, von Heil und von Herrschaft. Und auch im europäischen Mittelalter bis hinein in die frühe Neuzeit verstanden oder gerierten sich die Könige und Fürsten als von Gott auserwählt. Und auch der preußische König hat ja den Antrag der Paulskirchenversammlung, ihm die Krone zu geben, mit der Begründung und ziemlich unangemessenen Worten abgelehnt, dass er sein Amt ja nicht von irgendeiner menschlichen Versammlung, sondern von Gott selber
erhalten habe. Und Sie wissen alle, es gibt die taumaturgischen Könige Frankreichs und auch Englands, die wunderheilige Kräfte hatten, nachdem sie gesalbt waren und eben Kranke mit dem Auferlegen sozusagen ihrer Hände heilen konnten. All diese Vorstellungen, die dann im Laufe der Aufklärung natürlich abebbten, sind Belege für diese enge Verquickung von Religion, Vorstellungen von Heiligkeit, Sakralität und politischer Herrschaft und ihrer Rechtfertigung. Und das hält sich noch durch bis in die Phase des Konstitutionalismus, also des 19. Jahrhunderts, als sich in etwa in Württemberg, in Baden, in Bayern 1818, 1819 die Staaten relativ moderne Verfassungen geben, mit Monarchen auf der anderen Seite und Volksvertretungen auf der einen und Volksvertretungen auf der anderen Seite. Auch dort finden Sie überall noch die Berufung auf das Gottesgnadentum. Also 1818 Maximilian Joseph von Gottes Gnaden König von Bayern. So fängt die bayerische Verfassung an. Und die württembergische Wilhelm von Gottes Gnaden König von Württemberg gibt diese Verfassung. Oder nochmal 1818 Karl von Gottes Gnaden Großherzog von Baden. Man hat übrigens richtig gesagt, dass diese Bezugnahmen weniger dem Lobe Gottes als der Abwehr von Demokratie und Volkssouveränität gegolten haben. Kann man nur unterstreichen. Aber trotzdem bis weit ins 19. Jahrhundert diese Berufung. Und selbst das landesherrliche Kirchenregiment in sehr vielen unterschiedlichen Formen ist erst mit der Revolution 1918 endgültig untergegangen. Der säkulare Staat, um den es in meinem Buch geht, der macht mit allen diesen Formen einer Identifikation, einer Vermengung, einer Verbindung, einer Verschwisterung, einer Verknüpfung von Staat und Kirche, Politik und Religion Schluss. Er schließt jetzt definitiv jede Form institutioneller Verklammerung von Kirche und Staat aus. Der Staat hat jetzt seinen Ort weder in der Kirche, also in irgendeiner Form der Reichskirche, der Landeskirche oder des landesherrlichen Kirchenregiments. Und er hat auch seinen Ort nicht über ihr als Aufsichtsinstanz, staatliche Aufsichtsrechte bis 1918 noch stark verbreitet waren. Er verzichtet überhaupt auf religiöse Legitimation und Abstützung. Er klammert die religiöse Wahrheitsfrage aus und weist sie gewissermaßen als einen Rekurs an eine inkompetente Instanz zurück, weil der Staat zu religiösen Wahrheitsfragen nichts sagen kann. Er gewährt allen Bürgern gleiche Religionsfreiheit und legt sich zugleich religiös-weltanschauliche Neutralität auf. Und deshalb ist er mit jeder Form eines Gottesstaates, einer Theokratie, einer sakralen Ordnung oder eines christlichen Staates, als dem man etwa das Preußen in der Mitte des 19. Jahrhunderts bezeichnet hat, gänzlich unvereinbar. Der säkulare Staat ist ein innerweltliches Projekt. Aber, und das ist wieder ein Stück Präzisierungsversuch, er ist eben keineswegs in dem Sinne gottlos, dass er Religion ablehnen, bekämpfen, für irrational erklären oder überhaupt in irgendeiner Weise bewerten würde. Vielmehr lässt er breiten Raum für die Ausübung und die Praktizierung des Glaubens, wie übrigens auch, was immer mitgedacht werden muss, für die Praktizierung von Weltanschauung. Man muss immer wieder betonen, weil das in der Debatte auch häufig ein bisschen untergeht, Artikel 4 des Grundgesetzes in Zusammenhang mit ein paar anderen Vorschriften, die aus der Weimarer Verfassung übernommen worden sind, spricht ausdrücklich von der religiösen und weltanschaulichen Freiheit. Beide sind gleichberechtigt, Religion und Weltanschauung. Die eigentliche Pointe, ich zitiere ein zweites Mal ein ganz kleines Stück, die eigentliche Pointe der historischen Entwicklung liegt darin, dass die Ausdifferenzierung der Sphären, also zwischen Religion und Politik,
Religion keineswegs zwingend schwächt, sondern durchaus zu ihrer Stärkung als Glaubensmacht führen kann. Jedenfalls ist mit dem säkularen Staat mitnichten ein erster Schritt in Richtung Religionslosigkeit getan. Säkularität des Staates ist eben kein antireligiöses Projekt. Denn gerade weil umfassende Religionsfreiheit gewährt wird, haben die Glaubensgemeinschaften und eben auch die Weltanschauungsgemeinschaften breiten Raum zur Entfaltung, zur höher- und sichtbaren Praxis, auch zur Einmischung in öffentliche Angelegenheiten. Das alles ist gewährleistet. Die endgültige Durchsetzung der Religionsfreiheit im vollen Umfang und mit rechtsverbindlicher Kraft erfolgte allerdings erst in der Weimarer Reichsverfassung von 1919, deren Jubiläum wir im nächsten Jahr feiern. Es verabschiedet im August 1919, feiert 100-jähriges Jubiläum. Und ich will jetzt sozusagen die beiden Säulen der Säkularität des Staates, nämlich Religionsfreiheit und religiös-weltanschauliche Neutralität, ein bisschen genauer beleuchten. Das heißt, ich gehe jetzt nicht sklavisch die 6 Kapitel meines Buches durch, sondern lege den Schwerpunkt auf diese beiden Säulen und sage dazu ein paar erläuternde Worte. Und dann werden wir Gelegenheit haben, in der Diskussion über alles andere, über dieses und alles andere zu sprechen, was Sie interessiert und annähernd was mit meinem Buch zu tun hat. Also, volle Durchsetzung der Religionsfreiheit erst 1919, Weimarer Reichsverfassung, und kein Zufall, dass einige zentrale religionsrechtliche Bestimmungen der Weimarer Reichsverfassung 1949 in das Grundgesetz übernommen wurden, weil sie eben diese moderne Programmatik realisiert haben. Es lohnt sich aber, glaube ich, die schwierige und windungsreiche Geschichte der Durchsetzung der Religionsfreiheit, wie ist es also zu diesem Ergebnis gekommen, umfassend Gewährleistung der Religionsfreiheit, ein bisschen zurückzuverfolgen. Das ist mir auch deswegen wichtig, und sehen Sie mir diese didaktisch, pädagogisch, volkspädagogische Ader nach, das ist mir auch deswegen wichtig, weil sich hier zeigt, dass es durchaus auch eine relevante deutsche Grundrechtsgeschichte gibt und diese deutsche Tradition am Siegeszug der Menschenrechtsidee durchaus maßgeblich beteiligt war. Das sage ich ausdrücklich gegen ein gängiges Urteil, das zuweilen auch von hochrangigen Intellektuellen gesprochen wird und das da lautet, im Grunde genommen habe das verspätete Deutschland, die verspätete Nation, erst nach dem Zweiten Weltkrieg den Grundrechtsgedanken von den Amerikanern injiziert bekommen. Das ist mit Verlaub Unsinn. Das kann man nur sagen, wenn man von der historischen Entwicklung nichts weiß. Dann kann man es aber mit Entschiedenheit behaupten. Das ist relativ leicht. Was sind jetzt die wichtigsten Etappen dieses Weges hin zur Religionsfreiheit? Ich springe ganz weit zurück zum Augsburger Religionsfrieden von 1555. Hier wurde keinesfalls schon individuelle Religionsfreiheit gewährleistet. Aber es kam auf der Reichsebene zur Anerkennung von 2 gleichberechtigten Konfessionen, der katholischen und der lutherischen. Gerhard Anschütz, Staatsrechtler der Weimarer Republik, natürlich hier in Heidelberg, einer der großen liberalen Demokraten und Kämpfer für die Republik, hat das mal so formuliert: Der Augsburger Religionsfrieden gewährleistete nicht Glaubensfreiheit, sondern Glaubenszweiheit. Was ein Unterschied ist. Glaubensfreiheit genossen allein die Landesherren, die in ihren Territorien bestimmen konnten, welche Konfession dort gelten sollte. Denn in den Territorien, dort wo die Menschen konkret lebten,
herrschte strenge und strikte konfessionelle Geschlossenheit. Nichts von wegen Anerkennung zweier selbstständiger Konfessionen, die friedlich miteinander in einem Territorium liegen. Das ist der Sinn der bekannten Wendung cuius regio, eius religio. Frei übersetzt, wem das Land gehört, der bestimmt die Religion und den Glaubensstand der Untertanen. Und diesem sogenannten Jus Reformandi wohnte dann auch das Recht des Landesherrn inne, Andersgläubige aus seinem Territorium zu vertreiben. Das alles gewährleistete der Augsburger Religionsfrieden. Allerdings gab es als eine Art von Reflexrecht oder vielleicht Derivatrecht ebenfalls im Augsburger Religionsfrieden von 1555 gewährleistet das Recht der glaubensverschiedenen Untertanen zur Auswanderung. Dem Jus Reformandi des Landesherrn korrespondierte also das Jus Emigrandi, das Auswanderungsrecht seiner Untertanen. Und weil das den konfessionsverschiedenen Landesbewohnern als Individualrecht zustand, kann man durchaus sagen, dass wir hier ein frühes Grundrecht 1555 in Gestalt religiöser Freizügigkeit vor uns haben. Wir haben doch nicht das ganze moderne Konzept, wie es dann später in der Virginia Bill of Rights und der französischen Menschenrechtserklärung Realität wird, aber wir haben immerhin eine individuelle Rechtsgarantie, wenn auch als eine Art von Reflexrecht. Das ist schon ein bedeutsamer Befund. Der nächste große Schritt, wir gehen jetzt mit 7 Meilenstiefeln durch die Jahrhunderte, der nächste große Schritt ist der Westfälische Frieden von 1648. Auch hier erfolgt noch nicht der Durchbruch zur allgemeinen Religionsfreiheit für alle Bürger. Aber mit der sogenannten Normaljahrsregelung kommt es zu einer deutlichen Einschränkung des Jus Reformandi des Landesherrn. Was hat es mit dieser Normaljahrsregelung auf sich? Man legte im Westfälischen Frieden als Normaljahr das Jahr 1624 fest und traf folgende Regelung. Wer irgendwann in diesem Jahr in einem katholischen Territorium das evangelische Bekenntnis praktiziert hatte und umgekehrt, der sollte das auch weiterhin praktizieren dürfen. Bedeutet konkret, jetzt musste der Landesherr also eine gewisse konfessionelle Mischung seiner Bevölkerung hinnehmen. Das war durch den Westfälischen Frieden garantiert. Und sein Vertreibungsrecht war insofern eingeschränkt. Und eine weitere Neuerung. Allen Untertanen wurde zumindest die Möglichkeit der Hausandacht gewährleistet, die den glaubensverschiedenen Untertanen zustand, die sich nicht auf die Normaljahrsregelung berufen konnten. Die durften also in häuslicher Andacht, Devotio Domestica, das durfte nicht nach außen dringen, da durften sie ihrem Glauben Folge leisten. Und deswegen fällt das erste Mal im Westfälischen Frieden, also im IPO, Instrumentum Pacis Osnabrückense, der Begriff der Gewissensfreiheit. Weil diese Regelung der Gewissensfreiheit des Einzelnen hilft oder Folge leistet und diese unterstützt, um seiner Gewissensnot gewissermaßen abzuhelfen, weil er ja zu seinem richtigen Gott beten will. Und das erlaubt ihm die Hausandacht. Und schließlich und drittens, ein weiterer Schritt, neben den katholischen und den lutherischen wurden jetzt auch die Reformierten in die Friedensregelung einbezogen und als gleichberechtigt neben den beiden anderen Konfessionen behandelt. Nächster und schon vorletzter Markstein ist das preußische allgemeine Landrecht von 1794. Auch hier
mag man stutzen oder mögen viele stutzen, wenn man mit Preußen, sozusagen dem Klischee folgend, nur Militarismus und Reaktionen verbindet. Aber bei der Durchsetzung der Religionsfreiheit kommt Preußen und kommt dem preußischen allgemeinen Landrecht eine Vorreiterrolle zu. Denn dort war statuiert, dass jedem Einwohner die vollständige Glaubens- und Gewissensfreiheit gestattet sei. Und es war ausdrücklich geregelt, dass der Staat in Fragen des Glaubens keinesfalls Zwang anwenden dürfe. Das ist ein großer Fortschritt. Und ebenfalls gewährleistet war der Übertritt von einer Religionspartei, wie es im preußischen Allgemeinen Landrecht hieß, zu einer anderen. Also Religionswechsel. Etwas, was heutzutage die meisten islamischen Staaten auf dieser Welt nicht nur nicht kennen, sondern aufs Heftigste bekämpfen. 1794. Das alles hieß nicht, dass es in Preußen keine Kirchenaufsicht gab. Die gab es und die gab es zum Teil in aller Strenge. Und es gab auch noch nicht die Möglichkeit, frei, ohne staatliche Aufsicht und Genehmigung, Religionsgesellschaften zu bilden. Das bringt erst die Paulskirchenverfassung von 1848. Und diese Paulskirchenverfassung, das ist die zweite oder die dritte Strophe meines Lobliedes auf die deutsche Grundrechtsgeschichte, erweist sich auch in puncto Religionsfreiheit neben vielen anderen Gesichtspunkten als erstaunlich modern und vorwärtsweisend. Vielleicht war sie in ihrer Zeit etwas zu modern und zu früh, zu vorwärtsweisend. Aber es genügt, einige der im Grundrechtskatalog der Paulskirchenverfassung aufgeführten einschlägigen Normen zu zitieren, um zu begreifen, was das jetzt für ein weiter und großer Schritt ist. So heißt es etwa im Paragraph 144, jeder Deutsche hat volle Glaubens- und Gewissensfreiheit. Niemand ist verpflichtet, seine religiöse Überzeugung zu offenbaren. Paragraph 145, jeder Deutsche ist unbeschränkt in der gemeinsamen häuslichen und öffentlichen Übung seiner Religion. Da merken Sie, wie sozusagen die Verfassungsdokumente miteinander kommunizieren. In der häuslichen, ja, das war klar, das hatte ja schon der Westfälische Frieden geregelt. Aber die öffentliche, dass alle Religionen gleichermaßen berechtigt sind, öffentlich ihren Glauben zu bekunden, Umzüge zu machen, Türme und Glocken auf ihre Kirchgebäude zu setzen. Das ist der neue Schritt. Und der neueste bis dato noch nicht dagewesen in der Entwicklung der Religionsfreiheit garantiert Paragraph 147 die religiöse Vereinigungsfreiheit. Neue Religionsgesellschaften dürfen sich bilden, eine Anerkennung ihres Bekenntnisses durch den Staat bedarf es nicht. Und das heißt, hier haben Sie in wenigen Worten und mit ganz klaren bestimmten Regelungen das gesamte Programm der Religionsfreiheit versammelt, nämlich erstens die Glaubensfreiheit, die individuelle Freiheit eines jeden, zu glauben und nicht zu glauben, zu glauben, was er oder sie für richtig hält. Also Glaubensfreiheit. Dann die für alle geltende Freiheit zur öffentlichen Ausübung dieses Glaubens, etwas, was man mit dem Terminus Kultusfreiheit umschreibt. Und drittens die freie Bildung von Religionsgesellschaften, das, was man Vereinigungsfreiheit nennt, religiöse Vereinigungsfreiheit. Und diese Trias ist sozusagen stilbildend geworden für Weimarer Reichsverfassung und fürs Grundgesetz auch. Freiheit des Glaubens, des Kultus und des Zusammenschlusses. Und natürlich gibt es keine Staatskirche mehr. Nun wissen wir alle, Sie so gut wie ich, dass die Paulskirchenverfassung politisch gescheitert ist. An den reaktionären Kräften im Wesentlichen Österreich und Preußen. Aber gerade in Religionsfragen
hat etwa die preußische Verfassung von 1850, die dann darauf erlassen wurde, erst die oktroyierte 1850, dann die sogenannte revidierte, durchaus einiges aus dem modernen, vorwärtsweisenden Programm der preußischen Verfassung übernommen. Einiges, bei weitem nicht alles. Die volle politische Umsetzung und rechtliche Verwirklichung erfolgte dann aber in der Weimarer Reichsverfassung. Dort war im Großen und Ganzen der Stand erreicht, den das Grundgesetz bewahrt und sichert. Und wie sieht dieser Stand aus? Klaus Schleich, seit längerem verstorbener staatsrechtlicher Staatskirchenrechtler, hat es wie folgt außerordentlich prägnant formuliert. Und da prägnante Formulierungen immer Zeit sparen, lese ich das ganz kurz vor. Er hat Folgendes gesagt: Die Glaubens- bzw. Religionsfreiheit ist heute, also im Grundgesetz, gewährleistet in gleicher Weise für Gläubige, für Atheisten und für Gleichgültige. Die Religionsfreiheit privilegiert also nicht den Glauben. Sie ist ein Recht im säkularen Gewand, das der Erfüllung im religiösen Geist ebenso offen steht wie dem Gegenteil, wenn man nämlich etwa von seiner Weltanschauungsfreiheit Gebrauch macht, die dezidiert antikirchlich und antireligiös ausgerichtet sein kann. Klaus Schleich war es übrigens auch, hat eine ausgeprägte und von mir bewunderte Fähigkeit besessen, Dinge ebenso knapp wie präzis und ohne überflüssiges Wortgekringel auf den Punkt zu bringen, hat auch die Durchsetzung, die Geschichte der Durchsetzung der Religionsfreiheit und die Gesamtentwicklung wie folgt charakterisiert. Die Entwicklung geht von der Konfessionalität, also strikte konfessionelle Geschlossenheit in den Territorien 1555, über die Parität bzw. konfessionelle Pluralität, preußisches allgemeines Landrecht im Wesentlichen und dann auch schon preußische Verfassung, zur Neutralität des politischen Gemeinwesens. Das ist dann sozusagen der Schlusspunkt der historischen Entwicklung. Und das Stichwort der Neutralität, also der religiös-weltanschaulichen Neutralität des Staates, das führt uns sofort zur zweiten Säule der Säkularität des Staates, nämlich zu diesem Konzept religiös-weltanschauliche Neutralität. Das ist schon die zweite und letzte Säule, aber ein paar Minuten brauche ich, bis ich die erläutert habe. Zunächst mal muss man sagen, religiös-weltanschauliche Neutralität des Staates oder das Gebot religiös-weltanschaulicher Neutralität des Staates steht so nicht im Grundgesetz. Da können Sie lange vor- und zurückblättern. Diesen Terminus werden Sie nicht finden. Aber das ist unschädlich. Sie werden auch ganz vergeblich im Grundgesetz hin und her blättern, wenn Sie das Wort Repräsentation oder repräsentative Demokratie suchen. Und trotzdem sind wir alle völlig zu Recht der Auffassung, dass das Grundgesetz die repräsentative Demokratie zugrunde legt und näher ausformt und ausbuchstabiert. Also wenn das Wort, wenn der spezifische Terminus nicht unbedingt im Text der Verfassung selber auftaucht, ist das unschädlich, denn Juristen verfügen über die manchen unheimliche Fähigkeit, aus verschiedenen Normen und aus verschiedenen Bestimmungen gewissermaßen ein bestimmtes Prinzip oder Gebot heraus zu destillieren. Und so ist es bei dem Gebot der weltanschaulich-religiösen Neutralität auch. Hier ist es allerdings ein ganz klein bisschen unübersichtlich, jedenfalls auf den ersten Blick. Denn das Bundesverfassungsgericht, das diesen Grundsatz in Kooperation gewissermaßen mit der Wissenschaft entfaltet und näher ausbuchstabiert hat, hat in einer kanonischen Entscheidung oder kanonisch gewordenen Entscheidung aus dem Jahre 1965 es wie folgt formuliert. Und jetzt muss ich Sie ein bisschen quälen mit Normen, aber es dauert nicht lange.
Das Grundgesetz, ich zitiere jetzt Bundesverfassungsgericht, das Grundgesetz legt durch Artikel 4 Absatz 1, Artikel 3 Absatz 3, Artikel 33 Absatz 3 sowie durch Artikel 136 Absatz 1 und 4 und Artikel 137 Absatz 1 Weimarer Reichsverfassung in Verbindung mit Artikel 140 Grundgesetz dem Staat als Heimstatt aller Staatsbürger ohne Ansehen der Person weltanschaulich-religiöse Neutralität auf. Er verwehrt die Einführung staatskirchlicher Rechtsformen und untersagt auch die Privilegierung bestimmter Bekenntnisse. Also 6 unterschiedliche Normen, das ist auf den ersten Blick auch für hartgesottene Juristen ein bisschen viel, aber diese 6 Normen lassen sich eigentlich sehr gut zu 3 Aspekten verdichten und diese 3 Aspekte machen eigentlich in meinen Augen jedenfalls den Wesensgehalt oder den Kerngehalt dieses Gebotes religiös-weltanschaulicher Neutralität aus. Und sie laufen im Grunde genommen auf das hinaus, was ein Staatsrechtslehrer in den 1960er Jahren mal mit einer glücklichen Wendung als Nicht-Identifikation bezeichnete. Und diese 3 Aspekte sind erstens institutionelle Nicht-Identifikation. Heißt schlicht und ergreifend, es gibt keine Staatskirche und es darf keine institutionelle Verklammerung staatlicher und kirchlicher Institutionen oder Einrichtungen oder Verhältnisse geben. Das ist der Artikel 137 Weimarer Reichsverfassung, der genannt worden ist bei den 6 Normen. Dann gibt es eine sachliche Nicht-Identifikation. Religion ist Sache der Bürger, nicht des Staates. Das ist der wesentliche Inhalt von Artikel 4, Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses und von Artikel 136 Absatz 4 Weimarer Reichsverfassung. Das sind die anderen beiden Normen. Jetzt haben wir schon 3. Dann hat das Ganze auch noch einen gleichheitsrechtlichen Aspekt, also die Stoßrichtung der Diskriminierungsverbote, Gleichbehandlung aller Bürger ohne Rücksicht auf ihren Glauben, Gleichbehandlung der Religionen, also Religion, religiöse oder weltanschauliche Ausrichtung darf nicht zur Ungleichbehandlung führen. Und das sind Artikel 3 Absatz 3, 33 Absatz 3, da gilt das für das Beamtentum und Artikel 136 Absatz 1. So erklären sich diese 6 Normen, die beim ersten Lesen so ein bisschen abschreckend wirken und ein bisschen sehr wuselig gewissermaßen. Aber wenn man sie so aufschließt, dann kann man sagen, institutionelle Komponente, freiheitliche Komponente, gleichheitsrechtliche Komponente. Und alles kreist gewissermaßen um die Idee der Nicht-Identifikation, die eben auch bedeutet, Verzicht auf religiöse Legitimation und es gibt keine Staatsreligion, genauso wenig wie eine Staatsweltanschauung. Das ist das Konzept, also jetzt in groben, aber ich glaube nicht zu groben Umrissen. Und das Konzept wird jetzt kein apartes Konzept von mir, das ist im Grunde genommen herrschende Auffassung im der Judikatur des Bundesverfassungsgerichts und auch in der rechtswissenschaftlichen Literatur. Aber es werden immer wieder Einwände, und zwar Einwände zum Teil von gravierender Art und Weise formuliert. Und ich glaube, dass es 3 ganz wesentliche Einwände gibt, mit denen es sich lohnt, sich auseinanderzusetzen, die also so formuliert sind, dass dieses Gebot als solches gewissermaßen nicht überzeugend ist. Der erste Einwand, den nenne ich den Einwand evidenter Nichtgeltung. Das sind Einwände von der Sorte oder von der Art, ich meine das gar nicht irgendwie abfällig, die sagen, also religiös-weltanschauliche Neutralität, schau doch mal Artikel 7 Absatz 3 Grundgesetz, Religion als ordentliches Lehrfach. Wo ist denn da die Neutralität? Schau doch mal Artikel 139 Weimarer Reichsverfassung, der Sonntag und die anderen Feiertage.
Also wenn der Sonntag religiös neutral ist, ja, dann hat einer was nicht verstanden. Oder Religionsgesellschaften als Körperschaften des öffentlichen Rechts. Das ist doch alles nicht neutral, sondern das ist doch sehr positiv zugewandt, gewissermaßen privilegierend. Dazu sage ich ja, das wäre in der Tat ein Widerspruch, wenn man das Gebot religiös-weltanschaulicher Neutralität sozusagen am philosophisch-wissenschaftlichen Reißbrett entwerfen würde. Wenn ich jetzt also sagen würde, ich mache jetzt ein glasklares Konzept, ganz stringenter, klarer, eines ganz stringenten, klaren Neutralitätsgebotes für den Staat, dann würde ich wahrscheinlich solche Ausnahmen, Durchbrechungen, wie manche sagen, nicht vorsehen. Aber für uns oder jedenfalls für mich ist entscheidend ja eine verfassungsrechtliche Betrachtung und nicht die Idee einer Theorie, eines normativen Programms, also dieser Reißbrettvorstellung. Und da muss man sagen, das Neutralitätsgebot selber, das habe ich am Anfang versucht, mit diesen 6 Normen da zu zeigen, ist ja nichts weiter als die Deduktion aus Normen des Grundgesetzes. Und die soeben genannten Tatbestände, also Sonntagsruhe, Religionsunterricht, Körperschaftsstatus, finden sich ja im gleichen Grundgesetz, in der gleichen Verfassung. Und alle Normen dieses Grundgesetzes haben prinzipiell den gleichen Rang. Von daher muss man also sagen, es liegt kein Verstoß vor, jedenfalls kein Verstoß gegen das verfassungsrechtliche Gebot religiös-weltanschaulicher Neutralität, weil dieses Gebot ja auf der gleichen Ebene liegt wie die speziellen Sonderregelungen, die wir gerade erwähnt haben. Faktisch ist das natürlich das Ergebnis eines politischen Kompromisses, den man geschlossen hat. Ja, die Vorstellung der, insbesondere der Sozialdemokraten 1919, gingen viel weiter in Richtung strikteres Neutralitätsmodell und die Vorstellung des Zentrums und der Kirchen ging viel weiter noch in Richtung Privilegierung der Kirchen. Das ist praktisch ein Kompromiss, der am Ende herausgekommen ist, aber der Grundsatz der religiös-weltanschaulichen Neutralität ist eben keine Metanorm, die über den Regeln des Grundgesetzes steht, sondern das wird aus dem Grundgesetz selber deduziert. Und wenn das gleiche Grundgesetz dann speziellere Vorgaben trifft, Religionsfreiheit und so weiter, dann muss man das akzeptieren. Übrigens ist der Religionsunterricht ordentliches Lehrfach. Ein solches Schulfach steht den Weltanschauungsgemeinschaften allerdings genauso offen. Das folgt wieder aus den grundsätzlichen Prämissen sozusagen des Gebotes der weltanschaulichen Neutralität und ist spezifisch nochmal in 137 Absatz 7 Weimarer Reichsverfassung geregelt. Und wenn ich jetzt immer auf die Weimarer Reichsverfassung verweise, dann sind das diejenigen Bestimmungen der Weimarer Reichsverfassung, die in das Grundgesetz 1949 en bloc inkorporiert worden sind. Man hat also die Lösungen, die man 1919 gefunden hat, teilweise 1949 übernommen, denn denen im Parlamentarischen Rat ist nichts Besseres eingefallen, obwohl sie lange gerungen haben. Also sowohl Weimarer Reichsverfassung in der Weimarer Nationalversammlung als auch das Grundgesetz wären, wenn sie an irgendwas gescheitert werden, an Fragen von Religion und Schule gescheitert. Die standen beides mal ganz kurz davor. Und der Weimarer Kompromiss hat sich als so stabil erwiesen, dass man ihn 1949 nochmal übernehmen konnte. Zweiter Einwand gegen das Gebot religiös-weltanschaulicher Neutralität. Das Grundgesetz, wird gesagt, ist doch gar nicht neutral. Es kennt doch selber ganz starke Wertungen. Und bekennt sich sogar zu denen, Bekenntnis zu den Menschenrechten, die starke Betonung der Grundrechte, Verfassungsprinzipien wie Demokratie, rechtsstaatliche Grundsätze. Das alles sind doch ganz starke, werthafte
Prinzipien, manche nennen es dann auch gerne Werte, darüber könnten wir von mir aus gerne diskutieren, das ist aber im Augenblick auch gar nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass das alles völlig richtig ist. Aber entscheidend ist, dass man Wertneutralität nicht mit religiös weltanschaulicher Neutralität verwechseln darf. Natürlich ist das Grundgesetz keineswegs wertneutral. Das kann es nicht sein und das will es auch gar nicht sein. Aber wie soll man sich eine wertneutrale Verfassung vorstellen? Ist ja gar nicht denkbar. Für irgendwas muss sich jede Verfassung entscheiden. Aber es ist eben weltanschaulich neutral in dem Sinne, dass es sich nicht anheischig macht, wie eine Religion oder Weltanschauung Antworten auf letzte Sinnfragen zu geben, also eine Form der Welt- und Letzterklärung zu bieten. Und das sind nun mal so die gängigen Umschreibungen bei dem Versuch, Religion und Weltanschauung zu definieren. Der freiheitliche Verfassungsstaat will keine Gewissheitsaussagen über, im wahrsten Sinne des Wortes, Gott und die Welt machen. Religion und Weltanschauung wollen das und tun das. Der freiheitliche Verfassungsstaat ist ganz im Gegensatz offen für den Pluralismus solcher Sinnstiftungssysteme, als welche man Religion und Weltanschauung eben auch eher systemtheoretisch bezeichnet hat. Er selbst, der freiheitliche Verfassungsstaat, erhebt keine Wahrheitsansprüche, sondern Geltungsansprüche. Er geriert sich auch nicht als eine Art von säkularisierter Heilsordnung, sondern bekennt sich, wenn Sie so wollen, bescheiden dazu, dass es im Bereich politisch-rechtlicher Grundanschauungen eine beweisbare und unwiderlegbare Richtigkeit nicht gibt. Das, was Religionen aller Regel für sich in Anspruch nehmen. Also von daher greift auch der Einwand des Selbstwiderspruchs nicht. Dritter und letzter möglicher grundsätzlicher Einwand ist der Einwand des Definitionszwanges. Es wird gesagt, jedenfalls von einigen, wenn der Staat sich gegenüber Religion und Weltanschauung neutral verhalten will, so muss er diese erstmal definieren. Mit der Definition werde er aber selbst schon Spieler oder Akteur auf dem religiösen Feld, verwickle sich dadurch gewissermaßen in Selbstwidersprüche und könne gar nicht neutral sein. Hiergegen möchte ich sagen, Definition bedeutet nicht zwingend Intervention und schon gar nicht Distanzverlust. Ganz im Gegenteil, Grundrechtsschutz, nicht nur im Bereich der Religionsfreiheit, sondern auch auf vielen anderen Gebieten, kann es nur dann geben, wenn man weiß, was zu schützen ist. Auch die Definition von Presse beim Schutz der Pressefreiheit oder die Definition von Wissenschaft bei dem Schutz der Wissenschaftsfreiheit führt nicht zur Verletzung, sondern nur zur Fixierung des Grundrechts, genauer gesagt erstmal des grundrechtlichen Schutzbereiches. Ich muss erstmal wissen, ist überhaupt die Presse betroffen? Ist das ein Presseprodukt? Oder ist das vielleicht nur eine Werbebroschüre? Ist die Wissenschaft überhaupt betroffen? Oder fällt das nicht in den Bereichen der allgemeinen Meinungsäußerungsfreiheit? Oder was auch immer. Also ich glaube, dass die Notwendigkeit der Definition von Religion und Weltanschauung, die gar nicht zu leugnen ist, keineswegs zur Überschreitung der Grenzen des säkularen Staates führt. Vielmehr denke ich, nur was sich definieren lässt, lässt sich auch schützen. Deshalb mein Gesamtergebnis zum Grundsatz religiös-weltanschaulicher Neutralität. Ich glaube, dieses Gebot hält allen prinzipiellen Einwänden stand und bildet einen validen Maßstab zur Prüfung von Fällen, in denen womöglich eine Verletzung vorliegt. Das kann man an einer Reihe von exemplarischen Problemfeldern verdeutlichen. Und ich bin sicher, dass wir in der Diskussion noch auf den einen oder anderen konkreten Anwendungsfall zu sprechen kommen. Wenn Sie nicht nur ein Resümee zu dem Punkt religiös-weltanschauliche Neutralität, sondern fast schon sozusagen zum Gesamtkonzept des Buches hören wollen, dann vielleicht
das folgende letzte Zitat, oder dann eignet sich vielleicht das folgende letzte Zitat dafür. Der säkulare Staat perhorresziert Religion nicht, ordnet sie aber der Sphäre der Gesellschaft zu. Sie ist nicht länger Fixpunkt und Legitimationsanker politischer Herrschaft, sondern Gegenstand persönlichen Glaubens und Handelns. Zutreffend hat man es als den dogmatisch wie rechtshistorisch springenden Punkt bezeichnet, dass Säkularisierung nicht zur Religionsbekämpfung, sondern zum Schutz der religiösen Selbstbestimmung der Religionsgemeinschaften und ihrer Anhänger geschah. Von daher glaube ich, dass die Säkularisierung des Staates eine Chance für die Religion ist und auch für die Weltanschauung, nicht als dessen Bedrohung begriffen werden muss, aber das setzt voraus, dass man den Wert der Freiheit zu schätzen weiß. Ich danke für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Horst Dreyer. Das Schöne, wir befinden uns jetzt alle auf einem argumentativ-definitorischen Stand der Dinge und können jetzt gerne noch Fallbeispiele oder Problematisierungen anbringen. Ja, hier vorne. Sie sagten ja, der Staat hält sich praktisch raus. Wenn die Bundesminister vereidigt werden, so sagen sie, so wahr mir Gott helfe. Was ist denn, wenn einer sagt, so wahr mir Zeus helfe oder so wahr mir der Satan helfe? Wie sieht das juristisch aus? Und gleich die zweite Frage. Es ist ja bekannt, dass sämtliche Bischöfe vom Staat bezahlt werden, obwohl die Mehrheit, also jetzt zum Beispiel die katholischen Bischöfe, die Mehrheit der Bevölkerung ist nicht katholisch und bezahlt werden sie nicht von den Kirchengeldern, sondern von den Steuergeldern. Das heißt, einer, der Hinduist ist oder Moslem oder überhaupt keiner Religion angehört, der muss diese kirchlichen Institutionen bezahlen. Ehe Sie aber jetzt sagen, das ist vielleicht historisch bedingt, wir haben jetzt eine Dekade, Luther-Dekade, also das ist nicht ein Luther-Jahr, sondern ein ganzes Jahrzehnt. Luther ist nachweislich ein Judenhasser gewesen. Bezahlt wird dieser ganze, ich würde sagen fast Zirkus, aber das ist jetzt abwertend, auch von Staatsgeldern, während die Einnahmen aus diesen ganzen Veranstaltungen der evangelischen Kirche zukommen. Da hätte ich mal jetzt gerne eine Meinung von Ihnen. Wollen wir direkt oder wollen wir sammeln? Antworten Sie direkt, ja? Okay. Das waren jetzt schon zwei Fragen. Ja. Wir haben auch genügend Zeit. Keine ja, ich will gar nicht hetzen. Nee, soll direkt antworten. Wir haben ja viel Zeit noch. Also zur Frage des Eides, das sieht das Grundgesetz wie die meisten Verfassungen vor, welche Formeln da gesprochen werden können und dürfen. Und Sie können eben sagen, ich schwöre mit einem Zusatz, so wahr mir Gott helfe, oder ohne. Aber Sie können sich keinen anderen Text ausdenken. So. Das war im Übrigen auch schon in der Weimarer Reichsverfassung so. Da hat man es nur umgekehrt gemacht, woran man wieder merkt, dass man da ein Stück säkularer jetzt in einem weiteren Sinne gewesen ist. Da war der Regelfall ohne und man konnte hinzufügen. So. Und wir heute hier kann man es weglassen. Mit Bezahlung, Geld, Steuern und so weiter ist man in einem mehr oder minder uferlosen Feld des Geflechts, das sich zwischen Staat und Kirche nach 1919 herausgebildet hat, zwischen katholischer Kirche und Staat nochmal anders als zwischen den vielen evangelischen Landeskirchen. Einiges beruht auf, oder ich glaube relativ viel sogar, beruht auf Konkordaten bzw. staatsrechtlichen Verträgen zwischen Staat und Kirche. Vieles von dem ist historisch gewachsen, vieles von dem ist
heutzutage nicht mehr zu legitimieren. In Bayern gibt es immer noch ein paar Lehrstühle für Philosophie, nicht für Theologie, für Philosophie, die nur mit Nihil Obstadt des katholischen Bischofs besetzt werden können. Ja? Das sind alles Dinge, genau, Sie könnten ja die Ablösung der Leistungen an die Kirchen, die im Grundgesetz seit 1949 drinstehen und nichts passiert, anwenden. Das wäre, glaube ich, schon ein guter Gegenstand für eine grundlegende Reform des Verhältnisses von Staat und Kirche auf dieser etwas tieferen Ebene. Ich habe ja gewissermaßen die Prinzipienebene vorgestellt. Auf dieser etwas tieferen Ebene, ich bin wirklich kein Spezialist für die Besoldung von Bischöfen, aber ich glaube, davon bin ich überzeugt, das ist jetzt aber eine unwissenschaftliche Prognose sozusagen des Bürgers und nicht des Verfassungsrechtlers, ich glaube, dass wir in den nächsten Jahrzehnten gar nicht drum herum kommen werden, uns mit all diesen Fragen sehr gründlich auseinanderzusetzen und vielleicht an vielen Stellen die Linien noch mal klarer und deutlicher zu ziehen. Vieles von dem auf dieser unteren Ebene ist eben eine Gemengelage von gesetzlichen Regelungen, Staatskirchenverträgen, Konkordatsregeln, gewachsenen Strukturen und vielem anderen mehr. Da würde ich Ihnen völlig zustimmen, da liegt einiges an Arbeit vor uns. Es ist ja nicht in diesem strengen Sinn, ja. Ja, danke schön. Nils Opitz, mein Name, von den säkularen Sozialdemokraten. Das sage ich deshalb dazu, weil die nämlich auch noch gar nicht offiziell anerkannt sind von unserer lieben und sehr christlichen Parteiführung. Das wirft wiederum auch ein bisschen einen Blick darauf, wie es mit der Säkularität im Staat auch schon vorwärts gegangen ist, nämlich in einigen Bereichen noch nicht so weit. Sie haben es eigentlich gerade schon sehr schön angesprochen. Die Verfassungsrechtler sprechen ja manchmal auch von der hinkenden Trennung von Kirche und Staat. Das heißt also, wir haben einerseits, wie Sie das, finde ich, wunderbar dargestellt haben, die staatliche Neutralität, die vorgegeben ist, aber wir haben eben auch viele große und kleine Beispiele, den Gott in der Präambel, der ist ja heute noch nicht genannt worden, aber auch solche wie die gerade genannten, die eigentlich genau das Gegenteil in der Alltagserfahrung sozusagen immer bringen. Und ich will nur zwei ganz unterschiedliche Beispiele bringen und würde mir von Ihnen sowas wie eine Prognose oder Bewertung erbitten, ob Sie glauben, ob man das eher auch auf Rechtswegen oder vielleicht sogar nur in gerichtlichem Erstreitungswege oder durch gesellschaftliche, politische Weiterentwicklung dann in den Griff bekommt. Ein ganz plattes Beispiel am Anfang oder ein Doppelbeispiel, man wird morgens um 6 Uhr wach als vielleicht nicht kirchengebundener Bundesbürger und wird schon im Radio mit dem Wort des Tages, das man mit seinen GEZ-Gebühren mitfinanziert hat, begrüßt von einem Pfarrer. Wenn man Pech hat, wird man aber noch 5:30 noch etwas früher geweckt von der Glocke, die sehr laut zur Morgenandacht, in die wahrscheinlich von unseren 8000 Einwohnern in dem Ort, in dem ich lebe, 10 Menschen reingehen oder so, geweckt. Das ist das eine Beispiel. Das andere, ganz andere Beispiel ist, was mich immer noch ein bisschen erschüttert, wenn in Afghanistan von unseren Bundeswehrsoldaten jemand psychologischen Beistand will, weil er eine traumatische Erfahrung hinter sich hat und um die bittet, dann muss er normalerweise damit rechnen, dass dann der Militärpfarrer, der verbeamtete Militärpfarrer kommt, weil gar keine Psychologen zur Verfügung stehen. Also das zeigt so ein bisschen auf, wie dann in diesem verfassungsrechtlichen Gebäude der Staatsneutralität der Alltag eben doch oft noch aussieht. Dankeschön. Also was das zweite Beispiel angeht, da müssen wir natürlich sagen, also wenn es möglich wäre und wenn sie Kapazitäten es hergäben, wäre es natürlich eine sinnvolle Geschichte, jetzt nicht auf diejenigen zurückzugreifen zu müssen, die konfessionell gebunden sind. Prinzipiell würde ich aber auch da sagen, wenn wir jetzt mal im Bereich der Religion bleiben, wenn es eben Betreuung gibt für die kirchlich oder konfessionell gebundenen Soldaten, dann sollte es auch eine Art der Betreuung für die, die eben einer anderen Religion angehören, geben oder die sich eine ganz andere Betreuung wünschen. Das könnte vielleicht auch ein Kapazitätsproblem sein. Ein bisschen schwieriger ist die Sache mit den Medien. Da muss ich sagen, ich bin ja ohnehin Feind der Zwangsgebühren. Das sehe ich ja überhaupt nicht ein.
dass man das macht. Wir haben mittlerweile ja nicht mehr die Situation, die das Ganze mal gerechtfertigt hat, nämlich die fehlenden Frequenzen. Die haben wir jetzt in Hülle und Fülle. Und mir kann überhaupt keiner überzeugend darlegen, warum ich einen öffentlichen Rundfunk sozusagen finanzieren muss, wenn ich ihn selber gar nicht nutze, während wir auf dem Feld der Printmedien sagen, naja, das regelt der Markt. Ja, das kann der Markt ja in dem anderen Bereich auch regeln. Und wenn Sie dann morgens in einem staatlichen Sender sozusagen konfessionell gebundene Sendungen hören, dann wäre es jedenfalls Konsequenz des dritten Aspektes des Neutralitätsgebotes, nämlich keine Diskriminierung, sondern Gleichbehandlung, dass das in einem möglicherweise abgestuften, auch zeitlich abgestuften Sinne auch anderen zur Verfügung gestellt wird. Ja? Das kennen wir doch bei der Wahlwerbung der Parteien. Ist ja richtig, dass die dann auch in den, im öffentlichen Rundfunk, solange es ihn in dieser Form noch gibt, Möglichkeit haben, sich zu präsentieren. Und es ist auch richtig, finde ich, dass die großen Parteien ein bisschen mehr Zeit kriegen als irgendwelche Splittergruppen. Aber alle sollten doch die Möglichkeit haben. Und so würde ich das bei den, Medien eigentlich auch für richtig halten. Ich bin gar nicht ganz sicher, ob es nicht ein paar Sender gibt, aber das überschaue ich nicht. Es gibt ja mittlerweile allein den Deutschlandfunk irgendwie dreimal in verschiedenen Ausprägungen. Es gibt, glaube ich, auch einzelne Sender, die durchaus solche Formate dann auch für andere Religionsgemeinschaften öffnen. Und es liege in der Logik des Neutralitätsgebotes, sie eben auch für Weltanschauungsgemeinschaften zu öffnen oder sie für alle zu schließen. Das geht ja auch immer. Ja? Dann haben sie auch keine Diskriminierung. Dann ist das Format gewissermaßen gestorben. Und das mit den Glocken, ja, das ist eben, wenn Sie in einer Gesellschaft leben, die eben schon sozusagen durch Jahrhunderte geprägt ist, dann stehen da jahrhundertealte Kirchen und die Glocken läuten bei denen in aller Regel. Was Sie aber einklagen können, ist die Einhaltung der Normen des Bundesemissionsschutzgesetzes. Das gilt dann auch wiederum für den Muezzin. Hier bitte. Wie kommt jemand dazu, am Ende des zweiten Jahrzehnts des 21. Jahrhunderts ein Buch mit dem Titel Der säkulare Staat zu schreiben? Das war ja der ursprüngliche Titel, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Geht es bloß um die Mitteilung von allgemeinem Bildungsgut, von kulturell-rechtlichen Selbstverständlichkeiten, oder geht es nicht vielleicht doch um eine Herausforderung, dass irgendetwas nicht mehr selbstverständlich ist? Mein Vorredner hat den Begriff gebracht, der hinkenden Trennung. Man kann das auch ein bisschen übersetzen mit Kooperationsangebot zwischen Staat und Kirche. Die Beispiele, Herr Dreyer, haben Sie ja genannt, die muss ich nicht wiederholen. Und könnte man jetzt nicht sagen, in diesem Titel der säkulare Staat steckt die These oder vielleicht auch nur die Befürchtung, dass wir uns diese kooperativen Formen angesichts einer neuen Herausforderung nicht mehr leisten können. Dass es sinnvoller und richtiger ist, in die Richtung argumentierte ja auch mein Vorredner, das verfassungsrechtliche Modell Frankreichs mit seinem Laizismus zu bevorzugen. Was diese neue Herausforderung ist, brauche ich nicht erwähnen. Es ist natürlich der Islam, der in einem bestimmten Punkt kooperationsunfähig ist, weil er jedenfalls in seinen großen Ausprägungen nicht in der Lage ist, die Unterscheidung von Staat und Religion zu denken und deshalb auch nicht in der Lage ist, die individuelle Religionsfreiheit, insbesondere die negative Religionsfreiheit seiner Mitglieder zu denken. Ist es das, was sie bewegt, oder ist es vielleicht irgendetwas anderes? Das müssten wir vielleicht mal bei einer therapeutischen Sitzung besprechen. Also ich habe nicht, ehrlich gesagt, jetzt in mich hineingehorcht und gesagt, was sollte jetzt dein Auftrag sein? Ich habe auch keinen Auftrag von höherer oder niedriger Stelle bekommen, ehrlich gesagt.
Es ist, glaube ich, im Wesentlichen das, was Sie in der Mitte angedeutet haben. Es ist, wenn es sozusagen einen Nukleus gibt, warum ich gedacht habe, sowas könnte man mal machen, dass Selbstverständliches möglicherweise nicht mehr selbstverständlich gilt und dass man von daher eine Selbst- oder eine neue Selbstverständigung suchen muss zu diesem Thema. Sie haben die Herausforderung oder eine der zentralen Herausforderungen benannt, vielleicht ist auch eine zweite noch, dass wir jedenfalls mit der deutschen Wiedervereinigung ja auf einen Schlag eine vergleichsweise große Population, bei der die Säkularisierung im Sinne von Entkirchlichung, Entchristlichung und so sehr viel stärker noch schon vorangeschritten war als im Westen dazu bekommen haben und dann Konflikte entstanden sind, etwa in Berlin mit dem Lehrunterricht oder so, die man sich vor der deutschen Wiedervereinigung so hätte kaum vorstellen können oder vielleicht 20 Jahre später. Insofern kann man, glaube ich, sagen, einiges, was hier drin steht, ist in gewisser Weise selbstverständlich, wenn man sagt selbstverständlich in dem Sinne, ja, so haben wir das die letzten 20, 30 Jahre behandelt. Nur die Selbstverständlichkeit ist eben in einem neuen, sehr herausforderungsvollen Umfeld vielleicht der Selbstvergewisserung bedürftig. Das ist das eine. Und das zweite, diese Selbstvergewisserung kann ja dazu führen, dass man sagt, bei so geänderten Koordinaten geht es nicht mehr mit einem bequem weiter so, sondern da müssen wir vielleicht mal Remedur machen. Aber bevor wir jetzt sofort Remedur machen im Sinne einer verfassungspolitischen Agenda, die ich nicht habe, ich habe das Buch nicht geschrieben, weil ich implizit andeuten wollte, wir sollten das so machen wie die Franzosen. So überzeugend ist das nicht, was da drüben passiert. Das war überhaupt nicht der Anlass. Aber der Anlass war zu fragen, welches sind eigentlich die tragenden Säulen des Konzeptes, was ist gewissermaßen das Programm und das Profil des säkularen Staates und was ist seine Problematik oder was bekommt er an neuen Problematiken durch Entwicklungen, die so in den 50er und 60er Jahren des letzten Jahrhunderts nicht zu erahnen und nicht vorauszusehen waren. Und dass die Entwicklung der 50er, 60er bis in die 70er Jahre hinein so relativ gemütlich und kommod vorangehen konnte, war doch völlig evidenterweise, oder das lag doch völlig evidenterweise daran, dass Religionsfreiheit konkret hieß Bikonfessionalität. Es gibt evangelische und es gibt katholische. Und ganz minimalen Rest. Ja? Das OLG Nürnberg mal in den 60er Jahren einem Kläger vorgerechnet, der nicht als Zeuge aussagen wollte, das war jemand jüdischen Glaubens, der nicht als Zeuge aussagen wollte, wenn so Riesenkreuze vor den Richtern standen. Und hat das OLG Nürnberg gesagt, also gucken Sie mal, so und so viel Prozent sind in der katholischen Kirche, so und so viel Prozent sind in der evangelischen Kirche, nur 1,8%, das müssen die hier nehmen. So ging das. Das geht heute nicht mehr. Und von daher nennen Sie es einen Versuch der Selbstvergewisserung. Aber ich neige nicht so sehr zu diesen psychologischen Termini. Ich wollte einfach ein gutes Buch schreiben. Fertig. Ja, herzlichen Dank für Ihren Vortrag. Ich habe eine Verständnisfrage zu dem, was Sie gesagt haben, zu dem ersten Einwand, wo es ging um Sonntage, Feiertage und Körperschaften öffentlichen Rechts. Für mich klang das, was Sie gesagt haben, also was wahrscheinlich ja schon relativ stark verkürzt war, noch stärker verkürzt so, dass Sie gesagt haben, da stehen zwei Aussagen im Wesentlichen nebeneinander und die stehen im gleichen Text und die stehen da gleichberechtigt und deswegen nehmen wir die beide so hin. Weil einerseits steht da Neutralität und andererseits steht da auch die Geschichte mit den Sonn- und Feiertagen. Für mich als Nicht-Verfassungsrechtler, eher Naturwissenschaftler, ist es jetzt nicht ungewöhnlich, dass in einem und im gleichen Text Aussagen stehen, die sich widersprechen. Dann setze ich mich aber mit diesem Widerspruch auseinander und sage nicht, das, was in diesem Text steht, hat einen gewissen Wahrheitswert. Also was für mich in Ihrer Argumentation durchklang, war, dass das, was in dem Grundgesetz steht, einen gewissen Wahrheitswert an sich hat oder eine gewisse
also noch stärkere normative Perspektive. Und deswegen müssen wir diese beiden Aussagen gleichberechtigt nebeneinander sehen. Und das verstehe ich nicht. Also sehen Sie das so? Sehen Sie das so, dass das Grundgesetz quasi so einen quasi religiösen Status hat, weil das etwas von irgendeiner Macht oder verfassungsgebenden Versammlung Gegebenes ist, was so steht und deswegen richtig ist? Oder ist das eine Materie, wo man sich mit Widersprüchen auseinandersetzen kann? Das eine steht mit dem anderen nicht im Widerspruch. Also ich will zum einen nochmal sagen, Begriffe wie Richtigkeit, Wahrheit und so weiter haben für mich jedenfalls in der Welt des Rechts und in der Welt des modernen Verfassungsstaates praktisch gar nichts zu suchen, sondern eine Rechtsordnung gilt oder sie gilt nicht. Sie erhebt Geltungsansprüche und entweder setzt sie die auch durch, dann besteht sie weiter, oder sie setzt sie nicht durch, dann geht sie unter. Aber es sind Geltungsansprüche, gerade keine Wahrheitsansprüche. Das heißt, niemand wird verpflichtet in einem freiheitlichen Verfassungsstaat, niemand, der nicht Beamter werden will, ein Eid auf diese Verfassung abzulegen. So wie es früher in Bürgergemeinden sogenannte Verschwörungen gegeben hat. Nicht Verschwörungen gegen die Übrigkeit, sondern die haben sich miteinander verschworen. Die haben sich wechselseitig den Eid geschworen, sozusagen, diese Gemeinschaft, diese Stadt, diese Bürgereinheit gewissermaßen zu stützen. Der freiheitliche Verfassungsstaat leistet sich den Luxus, oder ich habe mal gesagt, das ist eine riskante Ordnung. Der freiheitliche Verfassungsstaat ist eine riskante Ordnung, weil er zulässt, gerade weil er keine Wahrheitsansprüche erhebt, dass Bürger in dieser Ordnung leben, die dezidiert die Prinzipien dieses Verfassungsstaates ablehnen. Das dürfen die so leben, das dürfen die so sagen, solange sie nicht die Straf- und die Zivilgesetze verletzen oder zur Rebellion aufrufen. Also das ist das Grund, ganz grundsätzlich. Und jetzt kommt die Sache mit dem Widerspruch zwischen zwei Regelungen und ob man sich mit dem Widerspruch auseinandersetzt oder nicht. Ach, da sind wir Juristen so schlicht gestrickt, kann ich Ihnen sagen. Wir machen das wie folgt. Wir sagen, wenn es eine allgemeine Aussage gibt in einer Norm, also zum Beispiel im BGB, es gilt Vertragsfreiheit. Und 20 Normen später kommt eine Regel, die sagt, aber bei der und der und der Konstellation, da muss der Staat den Vertrag genehmigen. Oder da musst du zum Notar laufen. Oder was auch immer machen. Dann sagen wir nicht, oh, da, jetzt haben wir einen Widerspruch, was machen wir jetzt? Sondern wir sagen, was ist eigentlich die speziellere Regelung? Und dann gilt bei uns der Grundsatz, lex specialis derogat legi prior, generali. Und wenn ich einen allgemeinen Grundsatz habe, das Gebot der religiös-weltanschaulichen Neutralität, mit dem ich überall da hantieren kann, wo es keine speziellen dem widersprechenden Regeln gibt oder sie durchbrechenden Regeln gibt, ist das gut. Wenn ich jetzt aber sehe, in der gleichen Norm, also in dem gleichen Normtext, also auf dem gleichen Normrang, gibt es eine speziellere Regelung, dann geht die speziellere Regelung vor. Sie können ins Baugesetzbuch schauen. Bauen im Außenbereich ist verboten. Grundsatz. Folgende Bauwerke dürfen trotzdem im Außenbereich errichtet werden. 1, 2, 3, 4, 5. Da sagen wir nicht, oh, Widerspruch. Sondern da sagen wir, speziellere Regelung. Ja? Deswegen darf man bauen. Das ist ein schlichter methodischer Auslegungsgrundsatz. Und der greift eben hier auch. Ich sehe, dass das ist vielleicht nicht ganz so leicht, wenn man noch kein einziges Semester Jura studiert hat, nachzuvollziehen, aber so ist der sozusagen der methodische Umgang mit diesen Problemlagen. Guten Abend. Ich habe eine Frage zu der Definitionsproblematik, die Sie vorhin angesprochen haben. Sie haben gesagt, der Staat muss Religion, muss Weltanschauung erst definieren, um sie zu schützen. Jetzt ist es ja so, wenn man jetzt irgendwie sich auf die Religionsfreiheit beruft und in der Form vom Verfassungsgericht steht, dann führt das auch immer eine Plausibilitätskontrolle durch. Also es führt durch,
ist das wirklich Religion, ist das plausibel, was da geschildert wird. Damit ist man dann in Fällen wie das fliegende Spaghetti-Monster, die Pastafari, ist das eine Religion, ist das keine Religion, wie weit geht diese Plausibilitätskontrolle, wird eben nur überprüft, was die Religionsgemeinschaft als Glaubensinhalt definiert, wird überprüft, was der Einzelne für sich wirklich als bindend empfindet. Hier würde ich sagen, da geht der Staat schon sehr weit, er greift da auch schon sehr ein in die Religionsfreiheit des Einzelnen, wenn er wirklich genau schaut, hält diese Person das für sich für bindend, dass sie jetzt eventuell im Burkini am Schwimmunterricht teilnimmt oder gar nicht teilnimmt am Schwimmunterricht. Würden Sie da vielleicht, in welche Richtung würden Sie da argumentieren? Müsste der Staat da einen Schritt zurücktreten, weil da durch diese Prüfung auch das Gericht schon selber wieder ins Grundrecht eingreift? Oder würden Sie sagen, das ist immer noch notwendig, um das Grundrecht zu schützen? Also ich glaube, auch das sind zwei Fragen. Die eine Frage ist, wenn ich mich auf etwas berufe und sage, ich berufe mich auf meine Religionsfreiheit und sage, dass ich bin halt jetzt Katholik und berufe mich deswegen auf Folgendes. Kann ich mich dann auf etwas berufen, was in der katholischen Kirche gewissermaßen nicht offizielle Lehrmeinung sozusagen gedeckt durch das kanonische Recht und durch die entsprechenden Enzyklika der Päpste abgedeckt ist, was vielleicht aber eine in der Geschichte der katholischen Kirche schon durchaus von angesehenen Kirchenlehrern vertretene oder sogar gut geheißene Position ist, also sozusagen eine Minderheitenmeinung. Oder gilt nur die jeweilige Mehrheitsmeinung der Religion? Da würde ich sagen, und ich glaube, das macht auch das Verfassungsgericht so und auch die herrschende Meinung in der Literatur, Literatur ist sich nicht ganz einig, zu sagen, das muss nicht absolut deckungsgleich mit der punktuell herrschenden Meinung im Jahre X dieser Kirchengemeinschaft sein. Denn die hat sich ja auch erst so entwickelt, die war früher anders und die könnte in Zukunft auch wieder anders sein. Ja? Ähnlich wie Luther, der gesagt hat, die Kirche hat sich doch schon so oft geirrt. Ja? Warum soll ausgerechnet das jetzt richtig sein, was sie jetzt tun? Ja? Gucken wir doch mal die letzten 1000 Jahre zurück. Da war schon alles mögliche in meiner herrschenden Meinung. Also das ist der eine Punkt. Da wäre ich sozusagen minderheitenfreundlich und würde sagen, das kann man da durchaus als Berufung auf die Religionsfreiheit zulassen. Die konkreten Konsequenzen sind nicht so wahnsinnig gravierend, denn wenn ich es nicht tue, könnte der Einzelne immer noch sagen, dann ist es für mich ein Gewissensgebot. Und dann habe ich den gleichen Schutz durch Artikel 4. Ich würde sagen, keinen größeren, aber auch keinen geringeren. Wenn ich noch eine Zusatzbemerkung machen darf, das entlastet übrigens auch Debatten, das habe ich auch nie, ich verstehe sowieso überhaupt so vieles nicht, muss ich sagen. Das habe ich wieder gar nicht verstanden. Die ständigen Debatten darüber, ob Scientology eine Religionsgemeinschaft ist. Ja, Himmel, Herrgott, wenn sie keine ist, ist es eine Weltanschauungsgemeinschaft. Artikel 4. Wo ist denn da der Punkt? Das Schweizer Bundesgericht hat das ganz klar gesagt. Können wir dahingestellt sein lassen? Ja? Denn das ist eine Weltanschauungsgemeinschaft. Das wird man doch schlecht leugnen können. Und dass sie Geld verdienen. Ja, Himmel, was soll denn da die katholische Kirche machen, wenn das zum Ausschluss der Religionsgemeinschaft führt? Ja? Noch kurz der Hinweis, ich habe jetzt noch 6 bis 7 Meldungen, deswegen würde ich die in Anführungszeichen Rednerliste gerne schließen. Herr Dreyer hat zwar heute Abend nichts mehr vor in dem Sinne, aber Sie vielleicht, deswegen würde ich jetzt gerne diese Meldung noch abarbeiten, aber vielleicht ist Ihre Frage ja auch durchaus darunter. Der nächste bitte. Ja, also ich bin heute Abend hier reingekommen und wenn mich jemand gefragt hätte, ob ich der Meinung bin, dass die Bundesrepublik ein christlicher Staat ist, hätte ich glaube bejaht. Verrückterweise. Ne? Nach Ihrem Vortrag bin ich eines Besseren belehrt. Ja? Vielleicht, und das ist vielleicht auch das Problem vom Herrn Seehofer. Ja, ich glaube, das ist wirklich das Problem. Ja? Das Problem ist, dass man nicht versteht, sozusagen, was
eine politische Frage ist und was eine religiöse Frage ist. Dass der Herr Seehofer ein gläubiger Katholik ist und dass ihm das wichtig ist, sozusagen, dass er seinen Glauben hier leben kann, sei dahingestellt. Und ich denke mal, das ist so das, was Sie heute Abend vorgetragen haben, das Wissen wenig, sehr wenig Menschen sozusagen, dass wir eben diesen Raum hier geben für das Ausleben von religiösen und politischen Überzeugungen und da ist dieser Raum jedem gewährt wird. Ja. Und wenn jetzt jemand sagt, die Bundesrepublik muss ein islamischer Staat werden, ja, dann zucke ich mit der Schulter und lese mein Grundgesetz durch und überlege, wie das zu machen ist. Sie können eine Religionsgemeinschaft gründen. Und da haben wir aber den zentralen Punkt, da haben wir ja ganz deutlich darüber gesprochen, dass man natürlich diese Sonntagsgeschichte, diese Religionsunterricht und so weiter, das sind ja immer die konkreten Punkte. Und insofern ist es richtig, was Sie sagen, da muss nachgearbeitet werden, da muss diese konsequentere Trennung zwischen der christlichen Kirche und dem Staat noch vorangetrieben werden. Ich denke, das wäre der Anstoß, der richtige Anstoß. Aber der Anstoß ist ja wichtig, aus der irrationalen Ecke rauszuholen und wirklich auf eine vernünftige Diskussion zu kommen. Das wäre so mein Input. Ja. Also das werte ich jetzt einfach mal als Zustimmung und dann kommt die nächste Frage. Ja, ich bedanke mich auch für Ihren Vortrag. Das Problem in meinen Augen ist natürlich die Situation, dass wir im Islam eine Religion haben, die eben gerade nicht nur eine Religion ist, eine Religion, die prinzipiell den säkularen Staat nicht anerkennt. Und von daher frage ich mich, also jetzt Sie auch als Jurist, zum Beispiel der Umgang mit der Islamkonferenz unserer Regierung, der ja jetzt so weit ist, oder mindestens so weit war, dass an dieser Konferenz nur noch die Verbände teilnehmen und alle Einzelpersonen, die durchaus eine kritische Sicht haben, aus dieser Konferenz rausgeflogen sind, auf Wunsch der Verbände, die Regierung selber umgesetzt hat. Ist das weltanschaulich neutral oder macht unser Staat hier nicht einen Kotau den Islamverbänden gegenüber? Vielen Dank. Also ob der Islam aus sich heraus vollständig unfähig wäre, immer und auf alle Zeiten so eine Trennung zwischen Religion und Politik anzuerkennen und durchzuführen, das würde ich mit einem Fragezeichen versehen. Das glaube ich nicht. Richtig ist es allerdings, dass der Islam niemals durch das Fegefeuer der Aufklärung gegangen ist. Wie das Christentum. Die Verwissenschaftlichung, sowas wie eine Theologie, sowas wie ein dogmatisches Lehrgebäude, gibt es ja alles nicht. Ne? Irgendeiner steht auf, macht eine Fatwa und das ist es dann, setzt er sich wieder und fertig. Das ist ja eine völlig andere Welt. Und von daher wäre es sicherlich richtig, alle Bestrebungen so für einen modernen Islam, für einen Reform-Islam und so zu stärken. Und da ist die Politik in der Tat, finde ich, nicht besonders gut beraten. Auch nicht in Berlin, bei der Humboldt-Universität, wo sie ja islamische Theologie einrichten. Und wiederum auch nur die Verbände dazu einladen. 5 Stück und die zusammen, das bestreitet wohl keiner, decken maximal 20% der Muslime ab. Die zusammen, nicht die 5 jeder 20%. Sondern die zusammen. Also da ist, glaube ich, viel zu tun. Aber es ist halt extrem schwierig, weil die Strukturen eben, die wir kennen und auf denen auch das Religionsverfassungsrecht beruht, da fehlen. Noch fehlen, vielleicht. Ich weiß nicht, das ist jetzt eine relativ grundsätzliche Frage nochmal. Und zwar, mein Vater ist Pfarrer. Und ich habe Jura studiert und da ging es damit einher, dass ich manchmal mit meinem Vater über Jura gesprochen habe. Nun meinte der jetzt letztens mal, ich hätte eine sehr religiöse Einstellung zum Recht. Und wenn ich dann mich selber reingehorcht habe, dann würde ich sagen, das hängt irgendwie mit der Menschenwürde zusammen, die ja schon in der Verfassung so ein bisschen als letzte Wahrheit oder erster Satz und letzte Wahrheit drinsteht. Wie stehen Sie denn dazu? Also ich habe in meinem einem Grundgesetzkommentar, den ich herausgebe und zusammen mit 9 Autoren, weiteren Autoren schreibe,
ungefähr 100 eng bedruckte Seiten mit 600 Fußnoten zur Interpretation der Menschenwürde geschrieben. Das kann ich jetzt unmöglich in zwei Sätze bündeln. Ich wäre nur der Ansicht ganz generell, dass man auf eine Sakralisierung der Verfassung tunlichst verzichten sollte. Das tut ihr nicht gut. Und so sehr ich den Satz von der Menschenwürde schätze und so schön ich diesen Satz finde, es bleibt der Satz in einem weltlichen Text, wenn es auch die höchste Rechtsnorm unserer Verfassungsordnung ist. Aber es bleibt es. Wenn ich Ihren Vortrag richtig verfolgt habe, war er doch eine lange Strecke eine Darlegung der Entwicklung von aufeinander basierenden geistigen Fortschritten der Menschheit hinsichtlich in die Richtung unserer heutigen Verfassung. Und das fand ich ganz prima, dass man das so dargelegt bekam. Nun haben Sie aber dann den Begriff der Wahrheit angebracht. Und ich dachte mir, wenn man so würdigt, wie das Rechtsverfahren sich entwickelt hat in unserer Gesellschaft oder in den Gesellschaften, dann ist es doch zugleich auch eine gewisse Würdigung von Wahrheit, die doch irgendwo impliziert ist. Und dazu wollte ich Sie fragen, wie stehen Sie denn zu der Wahrheit? Denn die Gesetze, die wir heute haben, basieren ja auf den allgemeinen Menschenrechten und die sind ja eigentlich nicht unwahr. Also wenn man die Wahrheit sieht und dagegen die Unwahrheit ansieht, da müsste man sich ja schon eher entscheiden für die Wahrheit, die wir vielleicht jetzt doch erreicht haben, in all der Prozessualität, die noch kommen könnte. Also, ja, ich weiß nicht, ob es... Ja, ich glaube schon, ich glaube, zu verstehen, welche Richtung Sie denken. Also zu dem historischen zu der historischen Entwicklung, die ich in der Tat als Fortschrittsgeschichte gezeichnet habe, weil ich natürlich die Freiheitsgewährleistungen für richtig halte, persönlich nach meiner Überzeugung. Aber die Nachzeichnung einer Genealogie hat ja mit der Wahrheit und der Richtigkeit des Endergebnisses nichts zu tun, es sei denn, man ist überzeugter Hegelianer. Dann ist das vielleicht was anderes, weil man dann denkt, das ist der Gang Gottes in der Weltgeschichte, was am Schluss rauskommt. Aber ich bin kein Hegelianer. Ich halte es auch nicht für überzeugend. Ich würde immer sagen, Genese ist das eine, wie hat es sich historische Entwicklung, und Geltungsansprüche sind das zweite. Und das muss ich auseinanderhalten. Und auch wenn wir zeigen können, dass sich viele Elemente der heutigen Verfassungsordnung aus dem Christentum speisen, gibt das kein spezifisches Interpretationsmonopol oder Interpretationsvorsprung für das Christentum, weil wir nämlich mittlerweile andere Gründe für die Regelung, nämlich weltliche, vorweisen können. Das ist das eine. Also keine Fortschrittsgeschichte im Sinne, das ist die Wahrheit, die sich in der Geschichte durchsetzt. Und das Zweite ist, ich glaube eben, dass man auf Normen nicht die Termini wahr, unwahr anwenden kann. Sonst müsste man ja sagen, die Grundrechtsdemokratie ist wahr, die Monarchie ist unwahr. Ich kann sagen, die Monarchie ist unrichtig, sie ist unmodern, sie ist historisch überholt. Aber wahr? Und wer weiß, vielleicht hat Platon ja doch recht. Und die wahre Herrschaft ist die der Philosophenkönige. Das könnte ja sein. Aber die geltende und jedenfalls von mir und nicht nur von mir für richtig befundene, die ist eine andere, die ist nicht platonisch. Und deshalb glaube ich nicht, dass man Termini von wahr und unwahr auf Normen beziehen kann, ja, wie eine Gesellschaft normativ verfasst ist. Die gelten oder die gelten nicht, die haben gute oder die haben bessere Gründe für sich oder schlechtere, das kann man alles anführen. Aber ich glaube nicht, dass man sagen könne, das ist wahr oder unwahr. Ja, ich habe eine Frage zu den niedereren Sachen mit den materiellen. Da gibt es ja seit Anfang des 19. Jahrhunderts durch die Enteignung der Kirchen einen Anspruch, oder zumindest stellen die Kirchen den Anspruch, Gelder zu kriegen noch dafür, für die Verluste, die da erlitten wurden. Und
soweit ich weiß, sogar seit der Weimarer Verfassung, ist es eine Frage des Beendens gewesen dieser Dinge, während die Kirchen sich im Grunde mit undemokratischen Staaten zu Konkordaten zusammenschlossen. Also das war der italienische Faschismus und die deutschen Nationalsozialisten, die Konkordate mit den Kirchen ausgemacht haben. Also da ist ja noch ganz schön historischer Sprengstoff in der Frage der Finanzierung. Erste Andeutung. Und zweitens, der Artikel 4, ich habe mir den immer wieder und immer wieder durchgelesen, ist ja ein wunderbar ganz persönlicher Artikel. Der Einzelne darf also seinem Gewissen folgen oder seinem Glauben und das ist geschützt. Jetzt wäre für mich die Frage, ob insofern der Satz, der Islam gehört nicht zu Deutschland, nach der Herleitung, die Sie auch gemacht haben, heißt, im Islam, man wird als Muslim geboren, man kommt da nicht raus. Sie haben vorhin auch gesagt, in muslimischen Staaten ist es regelrecht gefährlich für jemanden. Die Reformtheologen, Korchide oder die liberale Moschee im Rusch Goethe in Berlin, sind Verfolgte. Ja. Kann man nicht insofern sagen, nicht abzuheben auf ein christlich-jüdisches Geschichtsbild, sondern ganz einfach diesen Schutz des Individuums in seinem Innersten, damit geht der Islam in seiner Form, wie wir ihn kennen, auch in verschiedenen Ausprägungen, weil sich die Aufklärung noch nicht durchgesetzt hat und die Aufklärer darin Verfolgte sind und Polizeischutz brauchen, dieser Islam gehört nicht zu dieser deutschen Grundrechtsgeschichte. Also was den ersten Punkt angeht, die Abgeltungsansprüche, die Kirchen sozusagen dann erheben, das hat schon die Weimarer Reichsverfassung als Gesetzgebungsauftrag in dem Verfassungstext vorgesehen. Das war adressiert an den Reichsgesetzgeber, der das aber in den 14 Jahren der Weimarer Reichsverfassung oder der Weimarer Republik nicht fertiggebracht hat. Naheliegenderweise, man hat die gleiche Regelung oder eine fast identische, ich weiß gar nicht, ob sie absolut identisch ist, aber sinngleich ins Grundgesetz aufgenommen. Es gehört zu den Gesetzgebungsaufträgen, die sich in den letzten 60 Jahren niemand ernst, oder 70 sind es ja bald, niemand ernsthaft gekümmert hat. Das wird immer wieder mal eingeklagt. Häufig ist das Argument, der Staat sei gut beraten, daran nicht zu rühren, weil er sich das gar nicht leisten könnte, wegen der Höhe der Summen, die dann aufgemacht würden. Aber das sind natürlich, da das 200 Jahre zurückliegt, 250 Jahre zurückliegt, manche sind ja noch älter als 1803, schwierig zu sagen. Aber es ist ein absolutes Defizit. Es gilt das Gleiche wie vorhin, das war lange Zeit kommod, 1950er, 60er, 70er, keiner hat dran gerührt, keiner wollte dran rühren. Gehört auch zu den Dingen, die bei einer grundsätzlichen Remedur mal angesagt werden. Irgendwann wird das kommen, ich weiß nicht wann, aber vielleicht, wenn die FDP 25% hat. Also dann wissen Sie, was Sie zu tun haben. Und Artikel 4, individuelles Recht. Ich kenne mich mit dem Islam zu wenig aus. Ich glaube auch, es gibt, genauso wie es Christentümer gibt, gibt es sehr viele islamische Strömungen, Glaubensrichtungen, nicht nur Schiiten, Sunniten, sondern auch noch viele, viele andere. Und völlig gleichgültig, wie das die Binnensicht der jeweiligen Religionsgemeinschaft sieht. Das Grundgesetz sieht jeden als Individuen und gestattet jedem, den Glauben zu haben, zu tragen und zu wechseln. Und auch jedem, sich mit anderen zusammenzuschließen. Wie das dann aus der Perspektive der jeweiligen anderen Religion aussieht, ist eine andere Geschichte. Scientology kann ja auch sagen, bei uns tritt keiner aus. Wir sagen, wenn jemand austreten will, tritt er aus. Punkt. Und damit ist die Sache soweit erstmal erledigt. Das löst noch keine praktischen Probleme. Aber da müssen wir, glaube ich, an unseren Ansprüchen festhalten und nicht für eine bestimmte Glaubensgemeinschaft sagen, also für euch kommt unser Normprogramm sozusagen nicht in Frage. Ich glaube, da müssen wir uns schon selber treu bleiben. Sie haben ja jetzt sehr schön diese Entwicklung zur religiösen Freiheit auch dargestellt.
Dieser Satz ist halt natürlich nach wie vor Kult vom Herrn Seehofer, der Islam gehöre nicht zu Deutschland. Jetzt, wenn man jetzt das so hört, die religiöse Freiheit ist da, dann ist eigentlich diese ganze Debatte eigentlich in irgendeiner Form Nonsens, weil eine Religion kann ja nicht einem Land gehören oder auch mir selbst kann die Religion nicht gehören. Es ist ja etwas Übergeordnetes. Also kann jemand tatsächlich hergehen und einen Eigentumsanspruch an der Religion stellen, so nach dem Motto, das gehört jetzt zu Deutschland und das gehört nicht zu Deutschland, das geht eigentlich gar nicht. Also von der Logik her oder vom Gesetzlichen her denke ich auch nicht, also dass man ein Recht hat auf Religion, also Besitzrechte oder Eigentumsrechte an einer Religion. Ja, aber ich glaube, das ist ganz richtig. Ich habe mal auch mal gefragt worden, was ich von dem Satz halten würde. Also erstens muss man ja sagen, Politik funktioniert ja nicht nach Regeln der Logik. Und man kann sehr erfolgreich Politik machen, wenn man sozusagen besonders unlogisch oder jedenfalls wenig logisch ist, weil das andere als langweilig klingt. Bei der ganzen Debatte denke ich, es wäre zu klären, der Status des Wortes gehört. Ja? Heißt, gehört eine statistische Feststellung, es leben Angehörige des Islam in Deutschland, dann ist das genauso aufregend, wie wenn ich sage, der Hinduismus gehört zu Deutschland, weil es Hindus in Deutschland gibt. Oder die Osho-Bewegung oder sonst irgendwas. Interessant wird es doch, wenn man sagt, was meint man mit gehört? Meint man damit historische, kulturelle Prägungen? Das wäre was ganz anderes. Ja? Dann kann man natürlich sagen, wir sind ein christlich geprägter oder durch das Christentum geprägter, natürlich auch durch die Aufklärung, deutlich weniger durch den Islam geprägter Staat. Das ist aber eben wieder eine Frage der Genealogie. Wie ist es geworden? Welche Faktoren sind wirksam geworden? Und ich glaube, die politischen Aufregerqualitäten beruhen gerade darauf, dass man das im Unklaren lässt. Und dann können alle wunderbar aneinander vorbeireden. Ja. Ja, danke für den guten Vortrag. Ich hätte eine Frage zu den Konflikten, die Sie ergeben, wenn die Religionsfreiheit praktisch im Widerstreit mit anderen Grundrechten tritt, wenn sie praktisch andere Grundrechte verletzt. Ich denke da konkret etwa an die Beschneidung von Männern im Judentum und im Islam. Da steht ja das Recht auf körperliche Unversehrtheit im direkten Konflikt mit der Religionsfreiheit, weil das eine und das andere nicht geht. So, das war's schon. Ich dachte, jetzt geht's noch weiter. Also, dass das ein massiver Konflikt ist, ist völlig klar. Von der Sache her, dass man in Deutschland diese Frage anders diskutiert und diskutieren muss, vielleicht als in einigen skandinavischen oder anderen Ländern, ist aufgrund der Geschichte ebenfalls klar. Die Lösung, die wir jetzt gefunden haben, steht im BGB. Die kann einen überzeugen oder nicht. Aber das gehört, glaube ich, ähnlich wie andere Dinge, etwa die Wunsiedel-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Straftatbestand der Verherrlichung des Nationalsozialismus, zu den Dingen, wo man sagen muss, da brechen wir sozusagen mal aus den vertrauten Bahnen raus, weil es da ein einmaliges historisches Geschehen gegeben hat. Und da können wir jetzt nicht anfangen, sozusagen den jüdischen Mitbürgern zu sagen, dass sie ihre 5000-jährige Tradition gefälligst über den Haufen werfen. Ich will das nicht euphorisch verteidigen, was man da gemacht hat. Ich glaube aber, das kann man jedenfalls nachvollziehen. Kann ich jedenfalls besser nachvollziehen als ein paar andere Entscheidungen, die letzte Regierung getroffen hat. Vielen Dank, Horst Dreier, für diese Antworten. Vielen Dank für Ihre Fragen, Ihre Geduld. Und